So ein Nierenstein entsteht über eine Ablagerung von mikrokristallinen Substanzen im Urin, dass dann ein sogenannter Nierenstein oben in der Niere entsteht. Hier muss man dann den asymptomatischen Nierenstein beschreiben, der einfach nur in der Niere liegt und gar keine Probleme macht. Allerdings kann auch dieser Nierenstein zu rezidivierenden Infektionen führen oder zu Schmerzen oder tatsächlich dann auch zu einer Nierenschädigung, wenn man die Symptome nicht aktiv wahrnimmt als Patient.